Guten Tag Leute, hier spricht wieder euer Peter King. Heute geht's gegen Gladbach, den Tabellenfünften in dieser Saison. Platz 5 war der Fünfte in dieser Saison. Die kämpfen hier. Gladbach kämpft ja sozusagen um internationale Wettbewerbe. Ist aber auch noch da gegen uns, Leute. Die sind ein bisschen weit weg, was sagen wir mal sehen, die haben ein bisschen mehr Punkte, ne? Aber die haben immer noch eine Titel. Titel wahrscheinlich nicht, Leute. Da werden wahrscheinlich nur zwei. Werden wir sehen. Ja, aber Meister, aber es sind trotzdem die ersten fünf Plätze sind gar nicht weit entfernt, Leute. Das ist die Saison wirklich hell. Abnormal, dass die Saison viele Teams nicht nah an zusammen sind. Das ist ein kleiner vorwachen Nachteil für viele Teams. Man darf sich keinen Blöße bilden. Keine Blöße, das ist alles andere. Und wo wir jetzt wir müssen jetzt ein bisschen gucken, wie man die Mannschaft aufstellen machen. Dass wir gegen Gladbach einen Dreier holen, aber die Spieler nicht auch, die man für am Mittwoch braucht, die man dann am nächsten Spieltag gegen Paris, die dann auch dabei sind, dass man die dann ausgeruht zum Paris-Spiel kriegen. Meine. Und Verletzungs-Paris gegen Paris. Meine. Das ist das. Da wird ein bisschen getestet. Da muss jetzt geguckt werden. Wenn man Dreier holt, hat ein Titel-Aspirant abgewickelt. Ist einer weniger um die Meisterschaft. Genau so müssen wir es dann da versuchen. Da kriegen wir ein Team, wird ein Team von der Titelchance verabschiedet sich dann. Ja, und das ist das Ding. Jetzt müssen wir uns einfach gucken, wer spielen kann, wer müde ist. Das sind jetzt die Dinge. Wer spielt, wer hat Power, wer kommt. Das ist jetzt halt die große, können wir die aufstellen, Leute. Das ist halt die große Drucksitze, was wir jetzt haben. Ja, jetzt ist halt das Ding, wie immer. Donnarumma ist ein Bild angeschlagen. Musiala. Ja, wir müssen. Davis. Oh, die beide sind nach. Okay. Komala tun wir ein bisschen. Und Sané. Wir nehmen aber Gnabry. So, schauen wir mal das. Ja, das sind das. Und ich würde fast sagen, nehmen wir ihn mit. Davis und Frimpong, da müssen wir mal gucken, wie wir es machen, Leute, mit Frimpong und Ding. Wie wir es da machen, jetzt. Weil das Spiel ist halt ein Spiel, wo halt endlich. Die Woche werden jetzt hart für uns, Leute. Die werden jetzt richtig hart in der Bundesliga, Champions League. Die werden halt hart für die Substanz von der. Weil wir wollen natürlich Paris besiegen. Das sieht Paris. Paris ist halt unleuner. Alter, jetzt fängt man wieder auf. Oh Mann. Ja, das ist halt das Ding, Leute. Die Mannschaft, man hat. Es ist halt ein harter Kampf.
Es geht halt um vieles für Bayern heute. Es geht in der Bundesliga. In der Bundesliga halt weiter die Tabellenspitze ausbauen, versuchen zu auszubauen. Aber auch für die Champions League die Spieler zu haben, um in der Champions League weit zu kommen, Leute. Das sind halt die zwei Dinge, was wir jetzt haben, Leute. Bundesliga und Champions League. Zum Glück DFB-Pokal haben wir ja rum, Leute. Das ist ja zum Glück rum, Leute. Aber die Meisterschaft ist noch immer noch, es bleibt spannend, Leute. Und das ist das Ding. Und dafür brauchen wir sie gegen Gladbach, um zumindest mit dran oben weiter oben als weiter der Jäger gejagte zu sein, und nicht der Jäger, weil der Jäger ist immer gejagte ist, weil dann kann man immer, weil Jäger ist halt immer das Problem. Du musst mal hoffen, dass die Da muss man halt immer hoffen, dass der Gejagte einen Fehler macht. Alter, ich komme. Ja, das ist das. Und heute ist es ein Spiel, wo man denkt, schade kam. Der Ball kam, schade konnten halt irgendwie. Oh Mann, ist der. Oh Junge. Es geht wirklich um vieles für Bayern heute. Ah, Mann, glatt. Wo Alfonso Davies, Mann, wir haben. Ab Davies und vielen Punkten müssen werden wahrscheinlich in der zweiten Hälfte rausgenommen. Oh nee, Junge, Mann. Oh, fing aller Mann. Das Spiel ist so, das wird wirklich hart, weil wir müssen gegen Gladbach wahrscheinlich heute mega Fußball spielen. Oh, Junge, Gladbach mit Mann 3. Boah, Gladbach will hier diesen Sieg, Leute, glaube ich. Boah, Mann.
komm, es läuft einfach. Ach, Mann, es sieht nicht. Boah, Gladbach weiß natürlich, heute mit dem Sieg gegen Bayern ist, sind sie wieder zurück in der Champ, in der um die Meisterschaft. Boah, Bayern ist wieder, hat einen kleinen Rückschlag wieder, wird wieder einen Rückschlag kriegen. Um die Meisterschaft allein. Ja, Gnabry ist auch angeschlagen, die sind alle müde. Wir müssen halt gucken, wie wir es. Oh, wir kommen einfach nicht durch die Mitte durch. Gladbach, das ist wieder sehr viel schlechte Spieler im Team, Leute. Oh Mann, oh Mann. Wir müssen mit der Mannschaft jetzt durchstehen. Das Spiel irgendwie ein Dreier oder einen Punkt hole. Oh, ein bisschen zu lang gewartet, ein kleines Moment zu lang gewartet. Boah, das Spiel ist verloren. Oh Mann, wir werden nicht Gladbach besiegt und so. Alter, boah. Alter, Junge. Ja, oh Mann, Gladbach wird uns besiegen. Oh, und es wird, boah, die Saison wird alles. Aber das Problem ist, wir müssen hier das Spiel gegen Paris an der, wir das ist ja das Pariser Spiel, ist ja auch noch drin in den Köpfen. Das Pariser. Das Pariser Spiel. Und es ist einfach Pech. Es ist einfach ein Pech, was man sozusagen. So Leute, wir müssen jetzt endlich, wir müssen die Davis Ulden 4 Punkte raus. Oh, Alter, ich hab. Oh, ich muss Kim machen. Oh Mann, das Spiel ist so bitter, Alter, Leute. Alter, die Substanz von beiden ist schon.
Man, heute, das Spiel heute ist irgendwie, das läuft. Ist vom Anfang an war unser Spiel. Boah, Alter, Mann, es läuft einfach nimmer. Boah, Mann, Gladbach hat einmal. Boah, man merkt der Mannschaft heute, man merkt es heute irgendwie an, dass heute irgendwie nein. Man merkt es extrem, was heute einfach nicht. Heute irgendwie nichts im Tank ist, der Mann. Dass einfach nichts im Tank mehr ist heute. So, ja, jetzt müssen wir. Also die Spieler sind mir alle mehr so ein Pferd. Oh, die Mannschaft bricht heute zu auseinander, Mann. Alle, wir brechen heute. Alle, man merkt irgendwie, heute ist die Luft raus, Leute, irgendwie in dem Spiel heute. Alle, die Luft ist heute raus. Man muss. Die Luft ist raus. Die Luft ist heute, oh, die Luft ist raus von der Mannschaft gefühlt. Oh, man merkt extrem die Lungen. Alles fremd. Junge, die Mannschaft ist gut drauf, aber die hat heute einfach in der Defensive keine Chancen. Wenn einfach die alle, wenn man die alle. Junge, alle, es ist boah, nervt.
Junge, was ist denn jetzt, warum machen wir jetzt auf kurz vor Schluss, Leute, kurz vor Schluss. Alter, warum fangen wir jetzt das Rechnen an? Oh Mann, jetzt hoffen wir, dass wir gegen B. Alter, fit, alles, alles, lass mal gegen gegen Paris mit einer ausgeruhten Mannschaft spielen können. Haben wir heute jetzt vielleicht das Spiel heute abgehakt. Um gegen Paris das Spiel mit einem fitten Team zu spielen. Um mit dem fitten Team zu spielen. Aber jetzt. Boah, aber die vier Gegner. Weil das Spiel in Paris war hart, aber dieses Spiel ist ja noch härter gewesen. Boah, und jetzt müssen wir halt gucken, wie wir es durchziehen. Boah. Ah, das letzte Spiel in Paris, ums Halbfinale einzukommen. Ja, es war einfach. Ah, Mann, bitte. Ja, es war halt ein bisschen. Ja, er hat eine. Ach, okay, Thielemann war ja eigentlich auch schon müde. Junge. Boah, Alter. Man, hoffentlich wird es sich auszahlen, Leute, das Spiel. Heute die Niederlage, wo das die Top-Spieler sich jetzt eine Pause gönnen. Das ist jetzt das Ding, hat sich gelohnt dann für Paris. Danke für das Gespräch. Um halt Ding dann ins Halbfinale zu kommen. Um ins Halbfinale zu kommen, Leute. Gnabry muss auf Gnabry auf Energie. So, Leute, jetzt noch ein Spiel. Noch ein Spiel, Leute. So, Leute, aber gegen Paris spielen wir erst beim nächsten Mal. So, mit sagt euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und Peachy, bis dann.